Vom großen wirtschaftlichen Aufschwung ist in der Region nicht viel zu merken. Große Investoren fehlen und so klammert man sich an den Strohhalm, der da Bundeswehr heißt. Jahrelang war das Aussiedlerheim in Kumühle bei Dranse erste Station für diejenigen, die ihr Glück im Goldenen Westen suchten. Doch seit Anfang des Jahres ist auch das Geschichte. Die Bundeswehr hat das Areal übernommen und so trafen wir uns zu einem Gespräch mit Oberstleutnant Engel, um zu erfahren, wie es mit der Liegenschaft in Kumühle weitergeht. Was ist seit dem 1. Januar hier passiert und was werden die nächsten Schritte sein, die sich hier noch so abspielen? Seit dem 1. Januar sind die letzten Aussiedler hier am 5. Januar ausgezogen. Das Deutsche Rote Kreuz und das Bundesverwaltungsamt Köln sind ebenfalls dabei, diese Liegenschaft zu räumen. Wir sind seit 5. Januar mit einem Vorkommando hier eingezogen als Bundeswehr und sind dabei, gegenwärtig diese Liegenschaft zu übernehmen und in Besitz zu nehmen. Was halten Sie generell vom Zustand der Liegenschaft? Also der Zustand ist überwiegend sehr gut. Wir haben also hier gute Gebäude vorgefunden, wo einige Investitionen schon getätigt worden sind. Vor allen Dingen diese drei Gebäude, die Sie hinter mir sehen, sind zum größten Teil saniert worden. Aus diesem Grunde denke ich, wir übernehmen hier eine gute Liegenschaft in einem guten Zustand, mit der wir auf jeden Fall besser leben können wie bisher in Pritzwalk bzw. auch auf dem Truppenübungsplatz. Es wird aber wahrscheinlich nicht alles so bleiben können, wie es jetzt im Augenblick ist. Was muss noch verändert werden, um es dem Zustand der Truppe oder der übenden Truppe anzupassen? Im Moment bleibt alles so, wie es ist. Wir werden also erstmal die Entscheidung abwarten zum Standort Wittstock insgesamt durch das Bundesverwaltungsgericht und dann natürlich auch durch das Bundesministerium der Verteidigung. Und danach wird entschieden, wie wir weiter fortfahren. Wir werden hier dieses dann als Truppenübungsplatzkommandantur voraussichtlich ausbauen. Dazu gibt es noch einige Dinge, die notwendig sind, wie zum Beispiel Verbesserung des technischen Bereiches hier in dieser Kommandantur, sodass letztendlich dort einige Investitionen noch notwendig sind. Es kommt dann auch darauf an, dass wir eventuell ein neues Küchengebäude bauen müssten. Das steht aber alles noch in den Sternen. Sie haben von Investitionen gesprochen im Zusammenhang mit der übenden Truppe. In welcher Höhe werden die ausfallen? Das kann ich heute nicht beurteilen. Also das weiß ich noch nicht. Das wird sich danach richten, wie wir diese Liegenschaft nutzen wollen. Und aus diesem Grunde ist das heute sicherlich verfrüht, das zu sagen. Wir kennen auch noch nicht den Zustand aller Gebäude, sodass wir dort natürlich erstmal auch Untersuchungen durchführen müssen. Wie ist der Zustand und welche Dinge sind hier dann notwendig, wenn die übende Truppe hierher kommt? Übende Truppe, kann man das schon ein bisschen spezifizieren? Ja, das ist spezifiziert eigentlich von Anfang an, seitdem das Nutzungskonzept steht. Wir haben also hier für übende Truppe ca. 900 Unterkunftsplätze in festen Unterkünften vorzuhalten. Das heißt also 900 Soldaten, die hier unterzubringen wären. Und wir haben ja immer gesagt, dass bis zu 10 Wochen hier dieser Truppenübungsplatz für bis zu 2 Bataillone als Übungsfläche genutzt werden soll. Was passiert denn mit den ganzen herrlichen Trophäen, die es hier auf dem Gelände noch gibt? Man liest ja hier einen Haufen Begriffe in russischer Sprache. Es gibt viele Schildchen, noch viele bunte Bilder. Ja, ich denke mal, die Schilder werden wir abbauen. Die haben ihren Zweck verloren. Und alles andere wird sicherlich dann auch entsprechend unseren Bedingungen angepasst. Trophäen in dem Sinne sind es nicht. Ich denke mal, wir werden diese Liegenschaft so herrichten, wie wir sie benötigen. Was musste denn eigentlich die Bundeswehr machen, um diese Immobilie oder diese Liegenschaft zu bekommen? Ja, wir haben es beantragt beim Bundesministerium. Das heißt, ich habe es beantragt über den Dienstweg beim Bundesministerium der Verteidigung und ein gleichlautender Antrag ist auch erfolgt durch das Bundesministerium des Innern an das BMVG, sodass dort die Entscheidung gefallen ist, dass wir diese Liegenschaft übernehmen. Es ist eine Bundesliegenschaft und demzufolge war das gar nicht so kompliziert. Und wie viel mussten wir dafür bezahlen? Also die Bundeswehr hat dafür nichts bezahlt. Ich meine den Steuerzahler. Das kann ich nicht sagen. Also bis jetzt sind hier aus meiner Sicht Investitionen oder Instandhaltungsmaßnahmen geflossen in den letzten Jahren bis ca. 10 Millionen Mark. Das ist hier hineingeflossen und das ist natürlich auch für unsere Verhältnisse notwendig und aus diesem Grunde bin ich froh, dass wir diese Liegenschaft in diesem Zustand übernehmen können. Glauben Sie persönlich eigentlich noch wirklich daran, dass ein Bataillon in Wittstock stationiert wird? Egal wo, ob in Aldaba oder hier? Ja. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.